tanze mit meinem Sammel. In deinen Zügeln, kommt da mal rein, kommt da mal mit dir. Rein, tanze mit, tanze. Mehr sein könnte es immer, meist ist weniger. Wenn Sie kommen, sind die meisten Schausteller schon da. Dauert eben länger, 40 Tonnen nach Rendsburg zu bewegen. Nur 2 Tage Zeit, um den Autoscooter aufzubauen. Dann beginnt der Frühlingsmarkt. Das Rangieren, Chefsache. 14 Meter Platz braucht Ludolf Fock zu jeder Seite, um den Unterbau seines Autoscooters ausklappen zu können. Er muss weiter rüber da. Ja, der kommt ja, siehst du, hier ist 14, das wird zu eng. Wenn er steht da noch nicht gerade, er muss ja hier weiter rüber. Ist nicht so leicht, den hinzustellen, wenn die anderen Geschäfte schon stehen. Bin nur froh, dass Ihre Kollegen noch nicht ihre Klappen hochgemacht haben, dann wird nämlich gar nichts mehr gehen. Dann wäre Schluss mit Musik. Ludolf Hock ist Schausteller in dritter Generation. Von Frühjahr bis Herbst ist er in Schleswig-Holstein mit seinem Fahrgeschäft auf Reisen, hat seit Jahren seine feste Tour. 73 Schausteller haben von der Stadt einen Platz in Rendsburg bekommen. 15 Fahrgeschäfte müssen noch aufgebaut werden. Bevor die Fahrbahnplatten vom Autoscooter verlegt werden können, muss die Sohle liegen. Andere Seite bitte. Live, live. Wenn du die Platte nach unten legst, bricht die auseinander, das weißt du doch selber. Ja, der Klotz, der hält ja auf dem weichen Untergrund, das ist Hartholz. Wenn der Klotz aufs Brett liegt, dann drückt sich das Brett. Mit dem Nivelliergerät bringt er seinen Scooter in die Waage. Andere Seite. Du musst den höchsten Punkt annehmen, weil du kannst ja dann am höchsten Punkt geht's ja nicht mehr tiefer. Also ich muss also alles auf die Höhe vom höchsten Punkt bringen. So ist das ungefähr. Wenn man ein Haus am Hang baut, kann man auch nicht unten anfangen zu messen, dann geht's auch nicht. Hier einen mehr, da anderthalb. Nur 2 bis 3 Millimeter Spiel. Ja, viel besser. Er hat es etwas einfacher. Sven Siemsen betreibt mit seiner Frau und seinen 2 Kindern 3 Spielboden und 1 Eiswagen. Reicht schon oder noch mehr? Das ist eigentlich die schwerste Arbeit auf Rasenuntergrund. Jetzt, wenn es trocken ist, geht's, aber bei Nässe Katastrophe. Braucht man wirklich 4 Mann, um so eine kleine Achse zu schieben. Als einer der wenigen kommt er nicht aus einer Schaustellerfamilie. Von Beruf ist der Dithmarscher Versicherungsmakler. Ein bisschen wegdrehen einmal. Perfekt, Biene. Das hier ist so ein bisschen abwechslungsreicher. Das andere ist das klassische Langweilige. Ne? Aber das habe ich eben schon in der Mittagspause gemacht. Wie die Mitarbeiter gegessen haben, habe ich schnell Versicherungsangelegenheiten geklärt. Wir haben gestern Nacht einen Kollegen gehabt, der ist von Flensburg gekommen, hat hinten beim Reinrangieren dann Laterne umgefahren. Und da war ich gerade unterwegs hierher, war dann kurz nach 10, dann klingelt das. Oh, das und das ist passiert, dann kann man das auch gleich regeln. Ist immer schöner. Vor 23 Jahren hat sich Sven in eine Schaustellerin verliebt. Nun führt er ein Doppelleben. Jahrmarkt und Versicherung verkaufen. Fast jeder hier ist bei ihm versichert. Bis zum Mittag soll das Untergestell aufgebaut sein. Dann gibt es Essen, vom Chef höchstpersönlich zubereitet. Nur 2 Stunden Zeit für 166 Holztürmchen. Die müssen jede Unebenheit im Boden ausgleichen.
Er hat schon fast alles gemacht, was auf Jahrmärkten möglich ist. Hatte einen eigenen Autoscooter, eine Schießbude. Jetzt verkauft er Getränke, Würstchen, Schmalzgebäck. Lässt verkaufen. Thomas Hallbeck hat sein Geschäft an seine Tochter und seinen Schwiegersohn Patrick Schmuck übergeben. Eine Kappe, da fehlt noch eine ganze Lampe. Muss er sowieso nachher noch frontlich auswechseln, machen wir alles fertig. Enkel Rick ist mit seinen 21 Jahren voll dabei. Er ist für den Mutzenverkauf zuständig. Opas alten Autoscooter von damals vermisst er ein bisschen. Einfach viel cooler. Fahrgeschäft wäre schön, aber viel mehr Arbeit als sowas. Der eine mag das, der andere mag das. Früher zum Beispiel haben wir Autoscooter gehabt. Und irgendwann war die Lust dran vergangen. Ne? Und dann hast du dich anders umorientiert. Und so läuft das dann. Ne? So wie Marit Schwenkel, Ausschankbäckerei. Funktioniert auch. Ne? Kann ja nicht jeder das Gleiche machen. Erstmal sind die Umsätze nicht mehr so, dass man sich im Fahrgeschäft, das sind ja Millionen Investitionen, die man dann tätigen muss, dass das nicht mehr so doll rechnet. Dann kriegen wir gar kein Personal mehr. Das wird immer schwieriger. Und eben auch mit den Transporten. Das wird auch uns immer schwieriger gemacht. Wir haben ja meistens überschwere Transporte, um das kompakt zu halten, damit da nicht zu viele sind. Und dann werden die Fahrzeuge eben überschwer, dass sie in die Sondergenehmigungspflicht kommen. Dann ist das, wenn man dann über mehrere Bundesländer reist, dann funktioniert da das Zusammenspiel nicht. Dann hast du da eine Genehmigung, aber in Bayern immer noch nicht. Und dann kannst du nicht losfahren. Dann haben wir überall oder sehr viele marode Brücken, die dann die Gewichte nicht mehr tragen. Dann muss man für eine Strecke, die sonst 300 Kilometer gewesen wäre, dann 600 Kilometer fahren, weil man diese maroden Brücken umfahren muss. Das kann man beliebig fortsetzen. Da gibt es dann immer wieder neue Überraschungen. Und ich Gemüse. Die gemeinsamen Mittagspausen sind ihm wichtig. Das war schon damals bei seiner Oma und seiner Mutter Tradition. Der Küchenwagen, ein Erbstück. Guten Appetit. So, und Petersilie. Schön. Dankeschön. Guten Appetit. Guten Appetit, ja, dir auch. Tauschsteller ist immer mit Kost und Logis. Das gehört dazu zum Lohn, ne? Wollen wir es mal so sagen. Jetzt ist ja, Jungs, wenn die arbeiten müssen, müssen wir was zu essen haben. Und jeden Tag Döner, Kebab, das wollen wir nicht. Das machen wir nicht. Deswegen gibt es bei uns frisch gekochtes Essen. Alles gut? Ja, alles wunderbar. Dann haut mal rein. Alles klar. Der Bruder hat seine Schuld. Man hat eine Schuld auch. So ein familiäres Verhältnis. Man lernt viele das Leute kennen. Erlebt man denkt anders. Andere Leute. Ja. Und vor allem der Chef, nicht der Chef ist locker drauf. Ja, vor allem jetzt ist nicht dieses Eintönige. Ich stehe nicht morgens um 7 auf, fahre auf die Baustelle, buddel da den ganzen Tag im Loch, fahre wieder nach Hause und mache das dieses Tag ein, Tag aus. Bei uns ist einfach jede Woche andere Stadt, jede Woche andere Menschen, jede Woche neue Leute. Ja. Es wird nie langweilig. Und die 20 Tonnen schweren Stahlplatten muss heute auch keiner mehr schleppen. Die Arbeit übernimmt jetzt die Hydraulik. Vor 20 Jahren hat Ludolf Fock sich einen neuen Autoscooter gegönnt. Ich kenne das anders. Ich bin ja, sag ich mal, als Kind beim Autoscooter groß geworden und da wurde die Platte wirklich mit einzelnen Sackkarren gefahren. Und der Vorgang, der jetzt hier 20 Minuten dauert, der hat früher 2 Stunden gedauert. Und war wirklich eine schweißtreibende Geschichte. Es gibt da so ein paar Cracks, die sind da damals 2 so eine Fußbodenteile auf einmal gefahren, aber das waren dann auch wirklich so die Muskelbepackten. Und jetzt sitzt da einer ganz cool auf dem Liegestuhl und drückt auf den Knopf. Und was 2 Stunden war, 20 Minuten. Bereits als Jugendlicher hat sich der 44 Jahre alte Versicherungsmakler ständig auf Jahrmärkten herumgetrieben. Irgendwann saß er dann an der Kasse vom Autoscooter, verliebte sich in seine Diana. Seit 23 Jahren gehört er nun dazu. Am Anfang war es gar nicht so einfach, von der eingeschworenen Schaustellergemeinschaft akzeptiert zu werden. Aber nun ist er ja sogar schon Vater von 2 Schaustellerkindern. Gut, bisschen rechts, bisschen links. Die richtigen Stofftiere einkaufen musste er erst lernen. Das überlasse ich auch ganz oft meinem Sohn, das auszusuchen, weil der da viel mehr in der Materie steckt wie ich. Wir haben zum Beispiel gekauft letztens Tiere von Muppet Show, weil das fand ich klasse, da konnte ich mich ja gut dran erinnern. Aber dann kamen die Kinder und kannten das gar nicht. Was sind das denn für komische Tiere? Haben es gar nicht genommen. Da muss man auch mit der Zeit gehen oder man geht mit der Zeit.
Gegenüber sind am Abend fast 400 Quadratmeter überdacht. Zeit, sich zurückzuziehen in den Wohnwagen. Badewanne. Großstadtrevier. Am Abend bleibt meist jeder in seinem Wohnwagen. Schließlich sieht man sich ja fast immer den ganzen Tag und die halbe Nacht. Der nächste Morgen. Zum Glück ist das Dach schon ausgeklappt. Nur noch einen Tag Zeit, dann geht der Rummel in Rendsburg los.24 Autos ausladen. Jeder Wagen 180 Kilo schwer. Stückpreis 6.000 Euro. So viel zahlt so mancher für ein echtes Auto. Tausende LED müssen bis morgen leuchten. Ordentlich Licht ist den Schaustellern wichtig. Zieht die Besucher am Abend an, wie die Motten, meinen sie. Jo, und nochmal wieder an. Einmal wieder aus. Ja, those were the days, my friend. Angefangen hat das Schaustellerleben der Familie 1930 in Kiel. Oma Emma und Opa Paul kauften damals das erste Kettenkarussell. Ja, lang ist her, ne? Nach kurzer Zeit hatten sie bereits zwei. Die Krux bei der Geschichte war, alle Mitarbeiter wollten immer bei dem Kettenflieger arbeiten und nicht bei dem, weil hier eine Kirmesorgel ist. Hier war eine Musikanlage und eine Kirmesorgel kann man nicht leiser drehen. Eine Kirmesorgel rattert den ganzen Tag immer tsching de rasser bumm. Und wenn man dann davor steht, so 8 bis 9 Stunden pro Tag, dann hat man abends wirklich, Tinnitus ohne Ende. Ne? Dann kam die Raketenfahrt zum Mond und ihr Polarexpress. Bis heute legendär. Jahrmärkte damals immer rappelvoll. Als ich Kind war, wenn wir in Kiel Jahrmarkt waren und wir wollten von einem Ende vom Platz zum anderen, wir sind immer hinter den Geschäften lang gegangen, weil als in den Reihen war es früher immer so voll, dass wir uns als Kinder da gar nicht durchgetraut haben. Ne? Viele Sachen sind verloren gegangen, ja, die es nicht mehr gibt. Also ich bin ja noch aufgewachsen mit Krokodilringkämpfen und Lilliputaner-Show und Schaubuden sowieso ohne Ende oder Ringkampf. Auf dem Jahrmarkt, das war ja früher immer was. In den 70ern ging es bei Familie Fock dann im Titan rund. Danach ihr erster Autoscooter. Cooler Jugendtreffpunkt auf jedem Jahrmarkt. Die Lenkräder, die waren aus Kunststoff, also hart. Dann hier die Stangen, alles aus Eisen. Wenn du hier als Kind nicht aufgepasst hast, dann konnte das auch mal passieren, dass du dir am Lenkrad einen Zahn ausgehauen hast. Aber sowas passiert heutzutage überhaupt nicht mehr. Also die neuen Autos sind so abgepolstert. Schon seine Großeltern mussten sich damals um die Standplätze bewerben. Ist heute immer noch so. Also man hat in den meisten Städten in Schleswig-Holstein ist dann immer so zum 30. November der Bewerbungsschluss für die kommende Saison. Also dann hat man seinen Platz, stellt man seine Platzanfragen und bekommt dann Zu- oder Absage. Dann wollen wir mal gucken, was das ist. Was ist gewonnen? Das ist mein bester Platz im Jahr. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Bewerbung für den Wiegeherbst mal 2018 nicht berücksichtigt werden konnte. Ja, da hat sich mal irgendwann ein anderer Kollege beworben. Und als wir mit dem alten Autoscooter noch gekommen sind, waren die nicht mehr ganz zufrieden mit uns. Und dann haben die uns eine Absage erteilt. Und seitdem sind wir nur noch jedes zweite Jahr da. Der Caribic Coaster ist zum ersten Mal in Rendsburg dabei. Michael Kampinski will es mit seinen 50 Jahren noch einmal wissen.
hat eine 500.000 Euro in die Kinderachterbahn investiert. Sein Geld hat er bislang auf Weihnachtsmärkten in Rostock und Umgebung verdient. Da haben wir lange überlegt, was machen wir. Man kann ja auch investieren und alles kann wunderschön sein, aber das Publikum kommt dann und sagt, oh, das ist doch nichts. Das ist immer das größte Problem. Ne? Und das hat natürlich jeder Schausteller, wir haben schon Fahrgeschäfte, sagen wir mal, die sind erst nach 10 Jahren oder 15 Jahren, da fingen die erst an, aktuell zu werden für die Leute, da sind die nie eingestiegen. Und die Leute haben investiert Millionen. Ne? In der Saison kommen seine Hilfskräfte aus Polen. Es ist immer schwieriger geworden, gute Leute zu bekommen. Für den Mindestlohn kommt kaum noch einer. Unser Zusammenhalt und wie wir so leben, das ist sehr, sehr mit der Landwirtschaft auch zu vergleichen. Ne? Weil bei uns auch junge Leute, sagen wir, unsere Kinder lernen ja gleich mit. In Landwirtschaft das genauso. Du wirst da keinen 15-Jährigen sehen, der nicht auf dem Träger war auf dem Feld. Ne? Das wirst du nicht erleben. Ne? Sein Haus in Rostock hat er verkauft, um endlich wieder auf dem Rummel dabei zu sein. So wie er es als Kind schon gemacht hat. Wir sind wieder da, wo wir hingehören. Das ist alles so richtig. Er würde seinen Sohn Rick lieber woanders sehen als auf dem Jahrmarkt. Eine Ausbildung ist heutzutage wichtig, meint Patrick Schmuck. Momentan hat er noch keine Lust auf eine Lehre. Ne? Erstmal Hörner anstoßen und so weiter. Eine Idee hat er. So Tischler-Handwerker-Richtung da. Bietet sich an, ne? Arbeiten viel mit Holz. Den anderen Laden nebenan haben wir auch komplett selber gebaut alles. Vor 20, 25 Jahren, da war das noch nicht so wichtig. Da hat man gesagt, funktioniert ein Leben lang. Wir kommen da noch mit klar, aber für unsere Kinder wird es dann schon schwer. Ne? Also wäre gut, wenn sie dann doch erst was anderes lernen. Und das können sie immer wieder machen hier. Dass die Kinder von Anfang an mit anpacken, selbstverständlich bei Schaustellern. Flamingos, in dieser Jahrmarktsaison der Renner bei seinen Greifautomaten. Können wir noch mal zwei oder drei ja von oben mit anhängen, ne, als Deko? Aber auch bei den Münzschiebern muss ständig etwas Neues im Angebot sein, damit das Geschäft auch weiterhin funktioniert. Ferngesteuerte Autos, immer gern genommen. Wir müssen vor allem fast regelmäßig alle 10, alle 14 Tage los irgendwas Neues wieder besorgen. Das ist auch schön, weil da hat man ein bisschen Abwechslung. Weil wir fahren jetzt von hier nach Kiel, da kommen natürlich auch viele Rendsburger. Und wenn die dann immer wieder das Gleiche sehen, ist es natürlich auch langweilig. Und so kommt ein bisschen Abwechslung in das ganze Spiel. Zwei weitere Greiferbuden muss Sven Siemsen heute noch mit Stofftieren füllen. Dann wartet noch die Eisbude auf ihn. Du möchtest jetzt essen, ne, Jimmy? Sie hat Sven vor 23 Jahren auf dem Jahrmarkt kennen und lieben gelernt. Diana kommt aus einer alten Schaustellerdynastie, den Vespermanns. Hat Papa denn gesagt, wann er kommt? Ja, um 12:30. Der ist sowieso nichts, der ist wieder im Stress. Ich wollte den nicht. Das hat sich so ergeben. Ja, eigentlich will man ja so immer so einen richtigen Schausteller. Aber er kennt das ja hier und ist hier eigentlich groß geworden. Eileen und Jimmy sind von Frühling bis Herbst immer dabei. Wollen nichts anderes werden als Schausteller. Zu Hause ist die Familie in Oldenburg. Ich bin gerne unterwegs. In Oldenburg ist langweilig. Immer nur Hausfrau sein. Ihr ausfahrbarer 90 Quadratmeter Luxuswohnwagen kostet neu eine 500.000 Euro. Ja. Schönen guten Tag. Hat Sven aber etwas günstiger geschossen. Muss ich noch irgendwas machen? Nee, alles fertig, alles soweit erledigt. Geschäfte sind alle spielbereit. Nur ihren Eiswagen müssen sie noch klar machen. Das Hauptgeschäft seiner Tochter und seiner Frau hat Diana von ihren Eltern geerbt. Das ist jetzt die Rohmasse. Ne? Weil es jetzt die ganze Zeit gedreht wird, wird es ja nachher ganz sahnig und cremig. Daher sagt man ja auch Eis wie Sahne. Es wird auch nur aus Milch gemacht. Diese Maschinen sind weit über 30 Jahre alt. Die sind wirklich schon aus Omas Zeiten noch. Und die sind aus den alten Eiswagen dann immer in die neueren umgebaut worden. Weil die Maschinen gibt es so gar nicht mehr zu kaufen. Darum werden die auch gehegt und gepflegt und alle zwei Jahre sandgestrahlt und neu lackiert und überholt, damit die ja am Leben bleiben.
Das Rezept bis heute auch wie zu Omas Zeiten. Mach die Maschine an, damit es nicht hochspritzt. Wir haben die Kunden wirklich schon von der Uroma übernommen. Dann kommen die natürlich auch mit ihren Kindern und immer so weiter. Das ist schon Tradition, die Leute laufen auf den Markt und dann gucken die oben, ah, Vespermann, wie mit den beiden Eisbären. Würde ich das ändern, würden die Leute uns an der gleichen Stelle nicht wiedererkennen. Rendsburg, wir erwarten euch für die nächste Runde. Auf geht's, hier lang hier. So, wir haben es noch dabei, bitte schön, auf geht's. Kommen Sie rein, kommen Sie mit. Ja, bitte. Lass Sie wohl. Bitte schön. Danke. Wer spielt denn noch mal mit? Wer holt sie raus? Die nächste freie Auswahl. Je nach Größe zahlen alle Standgebühren an die Stadt. Bei Ludolf werden rund 700 Euro fällig. Dazu kommen noch Strom- und Wasserkosten. Nur 4 Tage haben die Schausteller jetzt Zeit, um Geld zu verdienen. Wenn es wieder rund geht auf dem Rendsburger Rummel, ist Ludolf als Präsident des Schaustellerverbandes gefragt. Traditioneller Rundgang mit einer Abordnung der Stadt. Von oben aussieht, ne? So ein bisschen in die Sonne drehen hier. Nur so ein bisschen wegen der Beleuchtung. So ist gut. Ist er nicht schön? Ach. Das war früher das Übliche. Zur Zeit meines Großvaters, da wurde nicht auf der Straße gefahren, da wurde immer Bahn verladen. Aber die haben auch Strecken gefahren. Die sind auch gefahren von Kiel nach Rostock und dann aber alles Bahn verladen und dann irgendwo nach Torgau oder sonst irgendwo hin. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Mit der Bahn reist keiner mehr an. Ach, mein neues Dach sieht so schön aus, ja. Der Rundgang mit denen, die die Genehmigung erteilen, gehört zu jeder Jahrmarktseröffnung. Sollen wir Autoscooter fahren? Schafft Vertrauen und sorgt für gute Stimmung. Es gibt die Freifahrt. Juhu! Aber wie kann ich das noch? Ah. Da habt ihr keine Chance, Jungs. Da habt ihr keine Chance. Schön, ne? Bei aller Offenheit, in die Wohnwagen kommt kaum ein Fremder rein. Eingeschworene Gemeinschaft, diese Reisenden, wie sie sich selbst auch nennen. Der nächste Morgen. Schausteller sind fast alle Langschläfer, wird ja auch meist spät auf dem Jahrmarkt. Er ist da schon ein Frühaufsteher. Arbeitsbeginn 10 Uhr. Bäcker wollte John Peel nie werden. Die arbeiten ihm viel zu früh, meint er. Eigentlich hatte er nach der Schule ganz andere Pläne als Quarkbällchen, Mutzen und gefüllte Obsttaschen backen. Ich hatte Realschule gemacht und da dachte ich ja, dass ich so einen tollen Abschluss gemacht hatte, konnte ich ja irgendwas machen, so beruflich. Dann hatte ich überlegt, was kann man machen. Ich glaube, so geht das ja jeden Schüler nach der Schule. Oh, die sind gleich fertig. Nee, und dann wusste ich aber nicht, was ich machen sollte. Da habe ich gesagt, komm Papa, ich mache jetzt hier ein Jahr mit. Dann überlege ich mir was Schönes und dann mache ich irgendwie eine Ausbildung. Ja, und jetzt bin ich nach ein paar Jahren noch einmal hier. Nun ist er 21 Jahre alt und führt die Familientradition fort. Die Peels backen seit 1884 auf Jahrmärkten. Hauptsächlich bringt das eigentlich einen Spaß. Es ist mehr anstrengend, aber es ist ja auch mit viel Freiheit so verbunden. Also ich bin ja so mehr oder weniger mein eigener Chef. Ich kann hier machen, was ich will. So. Und ja, ich glaube, das ist auch das, was ich am meisten hier dran liebe. Sein Vater kümmert sich um den Auf- und Abbau. Den Einkauf und achtet darauf, dass immer genügend frischer Kaffee da ist. Matthias Peel wird von allen nur Atze genannt. Sein Cousin, Saloonchef Thomas, hat ihm den Namen verpasst. Ich habe Schwierigkeiten gehabt mit dem Sprechen, wo ich ganz klein war. Und da hat er mich immer extra nach meinem richtigen Namen gefragt, Matthias, weil ich den nicht aussprechen konnte. Da hat er mich immer täglich danach gefragt.
Und dann habe ich wohl irgendeinen Tag gesagt, Atze, ich weiß nicht, wo ich das her habe. Und dann seit meinem zweiten oder Lebensjahr heiße ich bei Thomas immer Atze. Der hat es immer als erster zu mir gesagt und dann nachher alle. Ne? So bin ich zu den Namen gekommen. Wir haben ihm das ja ermöglicht, dass er selbst entscheidet, wie er, was er machen möchte. Also wenn er jetzt eine Lehre gemacht hätte, gerne, dann hätte ich meinen Betrieb weiter alleine gemacht. Ich habe immer gesagt, das kann er auch immer noch machen, auch wenn er was lernt. Aber es ist meistens so bei uns, dass sobald die in unsere Schule kommen und dann wirklich auch keine Lust mehr haben und dann hier mit groß werden und dann wollen sie das dann doch machen. Ne? Manchmal bereut er das selber schon, aber da muss er jetzt durch. Ne? Die Mutzen werden ab dem Nachmittag immer ganz frisch ausgebacken. Katja Piel ist mit ihrer Schwiegermutter für den Verkauf zuständig. Im alten Backstüble der Piels ist für Oma Helga mit 76 Jahren noch lange nicht Schluss. Arbeiten bis weit nach dem Rentenalter, normal auf dem Rummel. Aber Schwiegermutter und Tochter auf so engem Raum. Dann gibt man ein böses Wort und dann merkt man wieder, wir leben doch zusammen. Winter und Sommer, wir sind immer zusammen. Alles gut. Ich bin auch mit meiner Schwiegermutter zusammen rausgekommen. Gleich gegenüber haben sich die Männer versteckt. Klönschnack im Kassenhäuschen. Wir sind gesund und unsere Frauen haben Arbeit. Außerdem machen wir sowieso immer alles verkehrt. Also das hat dann auch keinen Sinn. Bei ihm gibt es seit 58 Jahren die Klassiker. Zuckerwatte, Liebesäpfel, gebrannte Mandeln laufen heute genauso gut wie damals, als Jürgen Köster sein erstes Geschäft eröffnet hat. Nur die Konkurrenz ist größer geworden. 10 Zuckerwarenbuden hoffen in Rendsburg auf das große Geschäft. Es ist natürlich auch wieder jetzt wetterabhängig. Leute sitzen im Garten, grillen. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber naja, man muss ja irgendwie einen Grund finden, warum es doch nicht so ist, wie es gerne sein sollte. Zum Glück hat er ja noch Mona, seine Frau. Sie betreibt das zweite Standbein der Familie. Schießhallen waren einst an jeder Jahrmarktsecke zu finden. Als Mona Köster vor mehr als 50 Jahren in ihrer Schießbude anfing, war die Konkurrenz noch groß. Heute wird nur noch in einer weiteren Bude geballert. Auch ihre Stammkundschaft ist in die Jahre gekommen. Da hatte ich eine Oma, die war 90. Die hat auf diese Laufenden geschossen. Also die Leute sind alle stehen geblieben. Die haben jeden Schuss. So, und was hattest du dir ausgesucht? Den Hund da vorne mit Laufen. Oma muss klettern, ne? Sie ist Oma gerne klettern. 60 Treffer, freie Auswahl. 100 Schuss hat er gebraucht. Bitte schön. 40 Euro kostet ihn am Ende der Spaß. Mittagessen im Modell Landhaus. Die meiste Zeit des Jahres wohnen die Kösters in Neumünster. Von den täglichen Einnahmen wäre ihr rollendes Ersatz zu Hause nicht mal so eben drin gewesen. Das ist von meiner Lebensversicherung, wenn ich ehrlich bin. Ich will selber was davon haben und nicht für die lachenden Erben. Ja, ist so. Ne, man lebt jetzt. Gab schließlich auch schon magere Zeiten. Damals in den 80er Jahren, als die ersten Greiferbuden kamen. Zu Anfang, wie die Greifer rauskamen, da war das für die Spielgeschäfte, also jetzt so Ballwerfen, Pfeile werfen und auch für den Schießwagen, war es tödlich. Ne? Also da ist der Umsatz richtig in den Keller gegangen bei den Geschäften. Weil die Leute ja, es ist ja nun mal eben so, sie denken für 50 Cent oder 1 Euro kriegen sie das Tier raus. Nein, sie kriegen es nicht. Ja? Also man muss eine gewisse Summe da schon reinschmeißen, damit er richtig zugreift. Das kann man einstellen und das ist halt so. So und aber das ist auch jetzt rückläufig bei denen, das ist auch nicht mehr so doll. Wir können uns jetzt nicht beklagen. So wollen wir auch einstellen, dabei sein wir. Ludolf Fock hat live und den anderen Jungs freigegeben. Um 23 Uhr ist am Wochenende Schluss in Rendsburg.
Grobi muss morgens Gassi gehen. Annalena hat Live mit 16 beim Autoscooter kennengelernt. Die beiden haben sich verliebt. Da sie Stress in der Schule und in der Familie hatte, ist sie bei ihm geblieben. Arbeitet im Krebsstand von Ludolf Fock. Grobi. Grobi, hör auf. Nein. Gezwickt. Da hat er sich erschrocken. Vor allem, weil du so viel kleiner bist. Hey. Ups, noch weiter. Oh, hat Kamel angebaut. Öfter mal. Auf eine Waschküche im Keller muss Annalena nun verzichten. Auf ihr eigenes Zimmer mit viel Platz, wie zu Hause in Neumünster auch. Die beiden leben auf 15 Quadratmeter. Ihr neues Leben mit Live bis heute ein Kampf gegen die Vorurteile ihrer Familie und der Freunde. Wie man das denn machen kann, ne? Das ist ja verrückt. Das ist, wie man denn so leben kann, wie man denn da Kinder großziehen kann. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass Kinder auf dem Jahrmarkt genauso gut groß werden können. Und so, also, wenn ich jetzt hier ein Geschäft führen würde oder so und das dementsprechend Geld auch dafür verdienen würde und einen großen Wohnwagen hätte und alles, dann halte ich das nicht für schlecht, für Kinder auf dem Jahrmarkt groß zu werden. Das nicht. Aber für uns in einem Angestelltenposten kann ich mir das nicht vorstellen. Nee. Noch will die 22 Jahre alte Annalena ihr Leben auf dem Rummel genießen. Wenn mal ein Kind kommt, kann sie mit ihrem Life ja immer noch etwas Neues wagen. Heute gibt's die guten Nudeln à la Mama. Hat früher immer meine Mutter gekocht, gibt's jeden Samstag. Schnell gemacht, kostet nicht viel und kriegst die Leute satt. So, rein damit. Wo ist die große Pfanne? Die brauchen wir heute. Sparen mussten nicht nur die Fox erstmals in den 70er Jahren. Die ersten Freizeitparks öffneten. Die Umsätze auf den Jahrmärkten brachen ein. Der erste richtige Einschnitt, muss ich mal sagen, war im zweiten Quartal nach der Euro-Umstellung. Da haben die Leute auf einmal festgestellt, sie kriegen nur noch die Hälfte und müssen über das Doppelte bezahlen. Und wenn das Geld für die normalen Sachen vorne und hinten nicht reicht, dann wird gespart im Freizeitbereich. Und das sind dann leider in dem Fall hauptsächlich wir gewesen. Ist ja klar, das Geld, was die Leute zu uns bringen, müssen sie überhaben. Naja, aber dadurch, dass eben fast alle Schaustellerbetriebe reine Familienbetriebe sind, dadurch haben wir das aufgefangen. Also jetzt, also ich habe auch ein bisschen zwei, drei Jungs immer dabei. Zum Glück kann ich diesen Autoscooter mit zwei Mann aufbauen, zur Not. Bei dem alten brauchte ich immer sechs Leute alleine, um das Dach hochzupumpen. Das war ja wie so ein Stabilbaukasten, das waren alles Einzelteile. Und früher ging das auch nicht mit Hydraulik, da ging das mit Plenty Armstrong, sagt man, glaube ich, in der Seefahrt. Trotz aller Höhen und Tiefen, etwas anderes als Schausteller wollte er nie sein. Man wächst da rein. Das ist also Schausteller bist du nicht, da sagst du jetzt, überliest nicht heute, ich will Schausteller werden, sondern als Schausteller wirst du entweder geboren oder du heiratest da rein. Aber dass man sich jetzt, sagen wir mal, von 0 auf 100 überlegt, Schausteller zu werden, das gibt es nicht so. Also ich habe es noch nicht erlebt, oder? Wenn es mal jemand versucht hat, ist er meistens irgendwann frustriert wieder zu seinem ursprünglichen Beruf zurückgekehrt. Sein Bruder ist lieber Lokführer geworden. Seine Schwester nach Italien ausgewandert. Bei ihm gibt es weiter Nudeln à la Mama. Seit mehr als 50 Jahren Tradition. Ja, ich würde sagen, Teller her, reinhauen. Es ist das erste warme Frühlingswochenende in diesem Jahr. Eigentlich sind Sonnabend und der Sonntag die umsatzstärksten Tage auf den Jahrmärkten. Doch wenn es zu warm ist, bleibt schnell so manche Bratwurst in den Buden liegen. Die wenigen Besucher haben bei 27 Grad auch kaum Appetit auf die warmen Fruchttaschen der Pils. Schaustellerschicksal. Ja,
Im Western-Saloon dagegen brummt das Geschäft. Doch auch Thomas Hallbeck leidet unter der zunehmenden Wetterfühligkeit der Jahrmarktsbesucher. Früher, wenn es geregnet hat, haben die Leute Regenschirme aufgespannt und sind dann weitergegangen. Heute lassen sich davon abhalten. Und wenn jetzt so ein dramatischer Wetterumschwung passiert wie jetzt, von dieser massiven Kälte in diese Wärme, dann rennen die natürlich alle raus und haben ihre Grills dann. Ne? Dann haben sie ihre Weber-Grills für 800 Euro und grillen die Wurst von Aldi für 80 Cent da drauf. Zum Glück sind heute ein paar Stammkunden gekommen. Sie sind selbst Gastronomen in Rendsburg. Naja. Respekt. Weil das Ding ist ja Wasser. Du hast eine Kneipe, du bist da, machst den Laden dicht, fährst nach Hause. Kommst wieder an und die Kneipe ist immer noch da. Hier ist immer unterwegs. Du hast kein Zuhause im Endeffekt. Schaustellerleben ist natürlich schwierig. Ja, du baust, deswegen sag ich das. Du baust auf, du baust ab. Du hast drei Tage oder vier Tage hast du bloß. Ne? Deswegen habe ich Respekt vor dir. Ja, ich absolut auch. Ja. Und dann immer noch die Gefahr, ne, wenn das schlechte Wetter kommt, ja, und gerade hier im Norden, ne, kriegt das Geld dann mal zusammen. So, dann kriegt das Geld mal zusammen, ne, um die Standgebühr zu bezahlen hier, Ermo. Ne? Und deswegen habe ich sehr großen Respekt von den Standbetreibern hier. Noch in dieser Nacht geht es weiter, auf den nächsten Platz. Die meisten der Schausteller wollen nach Kiel, andere nach Bad Oldesloe oder Nordtorf. Frühjahr ist immer Jahrmarktshochsaison im Land. Kaum ist das letzte Karussell zum Stehen gekommen, da wird schon eingepackt. Perfekt. Eher mal anfängt und sie erst mal fertig. Ne? So sieht es aus. Ja. Bist jetzt hier gleich durch? Ja, ich kann warm. Ja. Dann nehme ich den da weg. Ja. Ihr seht, der Hans, der gehetzt ist bei mir auch. Sein Krebsstand geht als erstes auf die Reise nach Kiel. An ihrer Schießbude hat Mona Köster bereits Kassensturz gemacht. Bescheiden. Ja, das soll ich was anderes sagen. Es stimmt. Es waren zwar ein paar Leute hier, aber die geben nichts aus. Sie laufen nur spazieren. Was in zwei Tagen aufgebaut wurde, haben Ludolfs Jungs in nur 5 Stunden verladen. Mussten ja auch nicht 160 Holzstapel genau in die Waage bringen. Die Autoscooter und das Kassenhaus lässt Ludolf wegbringen. Um sein Fahrgeschäft kümmert er sich immer selbst. Abfahrt 2 Uhr in der Nacht. In Rendsburg geht das noch. In den meisten Städten gibt es mittlerweile ein nächtliches Auf- und Abbauverbot. Lärmschutz. In Rendsburg sind die Anwohner am Willy-Brandt-Platz durch die ewigen ratternden Züge wahrscheinlich schon so schwerhörig oder haben so gute verglaste Fenster oder Wände, dass sich da noch zum Glück noch nie jemand über den Lärm beim Abbauen beschwert hat. Aber heutzutage ist das ja auch nicht mehr so. Früher wurde alles mit einem Hammer zusammengekloppt und an sich den Autoscooter abbauen, da hört man nicht mehr viel von. Und dann gibt es ja auch noch Kollegen, die ihren Mitarbeitern immer so schöne Anweisungen geben. Das sorgt auch für eine schöne Geräuschkulisse. Mit 40 Tonnen im Rücken geht es weiter unter dem Nord-Ostsee-Kanal durch den Rendsburger Tunnel. Von diesem Tunnel habe ich früher jahrelang Albträume gehabt. Weil ich als junger Bengel mit 16 hier mit einem Hanomag-Trecker mit 2 jeweils 10 Tonnen schweren Anhänger durchgefahren bin. Und die haben beide nicht gut gebremst. Und der Hanomag, der lief so 28 und hier runter hat er dann 50 drauf gekriegt. Und dann kamen aus dem Auspuff so meterhohe Flammen raus. Also das war, da habe ich lange noch von Albträume gehabt als junger Bengel. Bis heute kämpfen die Schausteller gegen ein rassistisches Vorurteil. Die vom Jahrmarkt, das sind doch alles Zigeuner, heißt es immer wieder. Den einen oder anderen aus diesem Volksstamm haben wir schon unter uns und viele von meinen besten Freunden sind. Also wir haben immer Zigeuner gesagt, also das mit Sinti und Roma, weiß ich nicht, ob das jetzt politisch korrekt ist. Die bezeichnen sich selber auch noch als Zigeuner, ja. Aber für mich ist das nicht unbedingt abwertend. Also, was soll man dazu sagen, das fahrende Volk? Natürlich ist das für den Normalbürger, der jeden Tag aus der gleichen Tür kommt und die gleiche Straße lang geht, vielleicht was anderes als das, was wir machen. Der Platz, wo wir jetzt herkommen, der ist leer. Dann
kommen ganz viele bunte Wagen angefahren hier, wie wir Alexandra, die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig oder was. Und, aber wir sitzen nun nicht abends am Lagerfeuer und spielen Gitarre. Ich meine, das machen wir auch manchmal, wenn Grillparty ist. Ankunft in Kiel um 3 Uhr am Morgen. Da es in der Landeshauptstadt ein nächtliches Aufbauverbot gibt, ist für alle endlich Feierabend. Ein bisschen langsamer fahren. So, was sagt der Schwienegel zu der Hose? Ich bin Aldoa, ne? Zwei Tage später auf dem Kieler Wilhelmplatz. Bevor sich hier etwas drehen darf, kommt die gefürchtete Bauabnahme. Vorschrift für die fliegenden Bauten, wie alle Fahrgeschäfte in der Amtssprache heißen. Ist der Nachbar denn bereit? Bauabnahme? Zettel ist vorne. Steht an der Kasse. Alles klar, dann gehen wir mal zur Kasse. Bauabnahme. Knosserler, mein Name. Rosenthal. Ja, einmal die Bauabnahme. Ja. Haftpflichtversicherung, TÜV-Abnahme müssen vorliegen. Da sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Ne? Ja. Dann kann das immer sein, dass auch hier möglicherweise vom TÜV noch irgendwelche Auflagen dann entsprechend mit eingetragen werden. Das ist hier nicht der Fall. Die Standsicherheit der Fahrgeschäfte guckt sich der Bautechniker der Stadt Kiel, Jörg Rosenthal, immer ganz genau an. Ja, das geht hier um die Hauptpunkte, so kann man das auch sehen, die sind hier fest dargestellt und junge Mann hier, der will mir gerade die wichtigen Unterpallungspunkte zeigen. So, einen haben wir hier, einen da. Ja, okay. Dann geht's gleich weiter nach hier. Henry Knossaller hat sich mit der Welle einen Traum erfüllt. Das Fahrgeschäft, Baujahr 1972, zusammen mit seinem Vater gerade erst gekauft. Ja, doch, aber verriegeln dann ja entsprechend. Ja, also die werden per Hand verriegelt, ja, okay, und per Hand wieder aufgemacht. Ja. Alles. Ja, da war mal eine automatische Bügelöffnung drin, aber das hat nicht immer so hingehauen. Das hat sich nicht als praktisch erwiesen. Genau. Und mit der Hand sind wir schneller. Ja. Das ist schon eine Besonderheit, nicht, dass wir hier noch Bretterboden haben. Und da hat der junge Mann hier, hat er gerade versichert, auch immer ein Auge drauf, dass die auch... Die werden alle noch mal durchgeschoben, weil man sieht, genau, hier sind ja die Spalten und alles, die werden durchgeschoben, dass das schön halt noch mal gibt. Ist, ne? Jawohl. Genau. So, dann machen wir jetzt mal eine Testfahrt. Aber okay. Jetzt hätte ich gerne noch einmal die Not aus. So, die Not aus. Ja? Hallo? Hallo? Ach. Pumpe sollte man auch gleich mit rausmachen. Okay. Wir haben ihn noch nie gebraucht. Das ist jetzt der erste Versuch gewesen. Ja. Voll der Schwarze, oder? Ja, so in der Hand. Das müsst ihr aber dann mal korrigieren. Mit so einem gravierenden Mangel gibt es keine Freigabe. Nee, das war nicht ganz so glücklich. Da wird jetzt gerade noch nachgebessert, dass eben der Notausschalter funktioniert. Also der Betreiber hat Hoffnung, dass er das bis Ende unserer Runde, sag ich mal, hinbekommt, sodass ich das nachher noch mal testen kann. Und dann werde ich noch mal eine Probefahrt machen. Und was natürlich funktionieren muss, ist der Notausschalter. Schönen guten Morgen. Schönen guten Abend. Auch bei der Troika gefällt ihm nicht alles. Ja, hier ist ja, wir haben hier so rutschfeste oder so Quarzsand unter der Farbe. Ja. Von daher ist das ja vom TÜV abgenommen worden. Ne? Oh, da ist eigentlich. Ja, die Vorschrift sieht vor, dass er entsprechend bei einer bestimmten Steigung. Gut. Tritt leisten wird. Ja, dann werden wir das machen. Das. Das hier ist das Herzstück von der Troika, das ist der Mittelbau sozusagen. Selbst dort, wo kein Besucher hinkommt, darf nichts wackeln. Spielen jeweils nicht. Unter den Böcken da, auf die Überzahl entsprechend, da vorne zu liegen. Das sieht immer gut aus. Ja, prima.
Prima, alles gut? Alles gut, ja. Da passt noch einer hin. Ohne seine Unterschrift Stillstand. Das heißt, kein Geschäft. Breakdancer-Chef Michael Fehlauer gehen die zunehmenden Kontrollen und Vorschriften mittlerweile schwer auf die Nerven. Das sieht soweit gut aus. Das sieht soweit gut aus, ja. Können wir nochmal rumgucken, wenn wir müssen. Wir machen unsere Sachen unten. Wenn hier was nicht richtig passt oder kann die Peilung nicht richtig stimmen und es fällt runter, dann geht das kaputt. Und dann kostet das mein Geld. Nicht irgendein Angestellten oder was. Deswegen passe ich auf meine Sachen auf. Und das ist genau das gleiche mit dieser Windzone 3 und 4, was wir alles neuerdings haben. Was auf einmal irgendwo herkommt, wir haben ja ganz neuen Wind. Den Wind gab es vor 30 Jahren ja nicht. Der ist jetzt dieses Jahr erst gekommen oder im letzten Jahr. Und es ist doch ganz klar, mit diesen ganzen Wetterberichten. Wenn ich weiß, morgen ist windig, Windstufe 8, 9, keine Ahnung, ist doch ganz klar, dass ich mein Geschäft dann schütze und Vormaßnahmen treffe, dass ich genau weiß, alles klar, hier passiert nichts. Weil das kostet mein Geld. Und das kriegen dann viele nicht. Und das glauben dann viele nicht, dass wir auf diese Geschäfte so aufpassen, dass das unsere Babys sind. Ne? Alles klar, habe ich schon selber gesehen. Ob die Bolzen entsprechend gegen selbsttätiges Verschieben sozusagen gesichert sind. Ne? Ja. Da gehört ein Splint rein, noch ein Splint rein. Gabi, ein Splint bitte. Und rein damit. Upp. Bauabnahme überstanden. Zurück zum Sorgenkind, der Welle. Dann machen wir mal zur Nachkontrolle. Schauen wir mal, ob der Notaus funktioniert hier. Da hat Henry nach dem Desaster Unterstützung angefordert. Sein Vater ist da. So, Not aus. Das soll es gewesen sein. Super, das funktioniert. Das habt ihr gut hinbekommen. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Es muss funktionieren, also definitiv. Ich habe noch zwei kleine Kinder, meine Kinder fahren damit, die Kinder von den Kollegen fahren damit. Und es wäre nichts schlimmer, ich meine, es ist sowieso schlimm genug, wenn ein Unfall passiert, aber nichts wäre schlimmer, wenn es auch noch in der eigenen Familie oder in den Kollegenkreis ist. Also das möchte ich nicht. Also wir sind hier wirklich darauf bedacht, dass alles wirklich hundertprozentig ist. Bei Autoscootern sitzt die Schwachstelle meist unter dem Dach. Das ist ja die stromführende Ebene, wo das einzelne Fahrzeug sich den Strom holt. Und das ist sicher ein Verschleißteil, was immer mal der Kontrolle bedarf. Nicht? Aber dieses Netz ist, so wie es aussieht, gerade erneuert worden. Also das ist im einwandfreien Zustand. Also das war auf den ersten Blick alles ordentlich. Ja. Also von daher. Ja, auf den zweiten sollte das auch so sein. Auf den zweiten selbstverständlich auch. Ja. Ja. Dann kann der Spaß ja wieder losgehen in Kiel. Das ist okay, Mario. Da hinten ist unser Geschäft. Geiler, wirklich. Was für ein Leben als Schaustellerkind. Jeden Tag umsonst ein paar Runden drehen. Sein Glück in Vaters Geschäft versuchen. Bei der Mutter schlemmen. Jeden Tag kostenlos rummeln. Wenn da nicht noch die Schule wäre. In der Jahrmarktsaison wechseln Henry, Josie, Charlotte und Angelina jede Woche die Schule. Ein Dreivierteljahr lang immer die Neuen. Wenn ich an eine andere Schule wechsle, dann fühle ich mich ein bisschen ängstlich, aber ich versuche cool zu bleiben. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mich deswegen nicht mögen oder irgendwie sowas, weil, ja. Ihre Stammschule am Heimatort besuchen die vier nur im Winter. Ich würde eigentlich auch lieber auf meiner Stammschule bleiben, weil ich habe auch gerade so eine richtig tolle, beste Freundin. Die habe ich ganz doll lieb. Mit der unterhalte ich mich auch halt gerne, dann würde ich den ganzen Tag da bleiben. Hausaufgabenbetreuung, wenn es mal nicht so läuft, Fehlanzeige. Genauso fehlt ein Kindergarten oder eine Vorschule für die Kleinen. Ihr Spielplatz ist der Jahrmarkt. Hier lernen sie zwar schon früh, wie der Laden läuft, aber das reicht heute nicht mehr. Die Idee der Mütter? Ein Schulwagen für Hausaufgaben und als Vorschule. Die fangen ja mit 3 Jahren jetzt schon an mit das ABC, mit Farben, sie sortieren. Also das ist schon ein ganz großer Unterschied. Ne? Und wenn denn unsere Kinder, wir können ihnen das ja nicht so rüberbringen in unseren Alltag jetzt mit hin und her und fahren und einkaufen und kochen. Ich finde es wichtig, dass sie ja auch Nachhilfe bekommen. Ne? Weil in manchen Fächern
ja, die kann ich dann nicht unterrichten in Physik. Und hast du nicht gesehen, das ja, liegt mir nicht so. Und das ist halt wichtig, dass sie dann da ordentlich betreut werden. Und da haben wir eben halt die Idee, dass wir die Kinder vormittags in den Schulwagen mit Vorschule beschulen. Dass die dann auch mitkommen, wenn die dann auch eingeschult werden. Ne? Das ist so unser Ziel, was wir auch vorhaben. Die Mütter haben jetzt einen Verein gegründet. Der soll mit Hilfe der Schausteller die Kosten für den Schulwagen übernehmen. Vom Bildungsministerium erhoffen sie sich pädagogische Unterstützung, um ihre Kinder auf den Schulstart vorzubereiten. Ein möglichst guter Schulabschluss ist den Schaustellern wichtig. Denn sie wissen, die Kassen klingeln schon lange nicht mehr so wie einst. Familientag. Das heißt Spaß zum kleinen Preis. Eine Runde mit Henrys Welle kostet die Hälfte. Statt 4 nur 2 Euro. Bis jetzt knallt's ja noch richtig. Und wir hoffen, dass es noch weitergeht. Toi, 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 ne? Auch die Peels wollen an diesem Tag noch mal richtig Kasse machen. Locken mit Angeboten. Bescheiden, weil das Wetter heute so warm ist, aber bin noch ganz positiv eingestellt, vielleicht heute Abend ein bisschen besser. Ne? Das sind ja ermäßigte Preise und das sieht dann immer Leute ganz gut an. Die erhofften Massen sind mal wieder nicht gekommen. Der Besuchernachwuchs fehlt einfach. Bitte schön. Eine Zuckerwatte? Ja. Machen wir. Eine große. Ja, ja, ganz groß. Das reicht? So, ne? Kriegst du das auf? Ja? Das Freizeitverhalten der Leute, das hat sich total geändert. Das meiste Geld von den Jugendlichen, was ja nicht so happig ist, das geht auch in die Spiele, Videospiele, Telefon. Ne, und da bleibt doch das meiste Geld, das, was die Jugendlichen heute noch haben. Beklagen will er sich trotzdem nicht. Auch bei der neuen Attraktion, dem Caribbean Coaster, muss keiner Schlange stehen. Für das Wetter können wir ja nichts, aber das sind wir gewohnt. Das ist, wir nehmen das nicht so tragisch. Ne? Wir weinen dann abends, wenn es keiner sieht. Ne? Und so lassen wir uns ja nichts anmerken. Sich bloß nichts anmerken lassen, wenn es mal wieder nicht so läuft. Die große Kunst der Schausteller. Noch leben in Schleswig-Holstein 150 Schaustellerfamilien vom Geschäft mit dem Rummel. In den 50ern waren es noch 200. Auch wenn die ganz großen Jahrmarktzeiten vorbei sind, kommen die meisten von ihnen ganz gut über die Runden. Ihr Antrieb, der Spaß, anderen Spaß zu bereiten, verbindet sie alle, meint ihr Präsident. Ich bin zufrieden, ja. Ich bin eigentlich immer zufrieden, aber was sage ich immer, es mehr sein könnte es immer, meist ist weniger. Also, war Besucherstrom war gut, Stimmung war gut, Wetter war gut, also besser geht's nicht. Neumünster. Hier läuft das Geschäft von Anfang an besser. Es ist die Heimatstadt von Ludolf Fock. Danke. Mach ich nicht vom Acker, alles klar. Hier ist Tasche, hol ich nachher bei dir ab, ne? Alles klar. Okay. Tschüss.
Viel Spaß. Ja, bis später. Da er es nicht weit hat bis nach Hause, kann er endlich mal wieder seiner Leidenschaft nachgehen. Musik machen. Seinen Proberaum hat er sich in seinem Winterlager eingerichtet. Ludolf ist Beatles-Fan der ersten Stunde. Die Lieder der Pilzköpfe wurden Mitte der 60er Jahre auf allen Jahrmärkten gespielt. 1966 waren wir in Hamburg zum Sommerdom. Und da waren die Beatles auch da. Und der große Bruder von einem Freund von mir sagt, ich weiß genau, wo die Beatles heute Abend sind. Und dann bin ich als kleiner Junge, ich war damals nicht ganz 6 Jahre alt, sind wir alle aus dem Badezimmerfenster vom Wohnwagen geklettert, haben uns getroffen und sind dann mit dem Richtung Große Freiheit marschiert. Und wir waren sogar im Eingang vom Star Club, aber drin gewesen sind wir nicht. Aber ich habe hinterher erfahren, die Beatles waren den Abend auch nicht da. Gemeinsam jammt er seit den 80er Jahren mit Schaustellerkollegen, Leuten vom Zirkus und auch Puppenspielern. Heute sind nur Walter am Keyboard und Lars am Bass gekommen. Ihr Drummer muss arbeiten. Well, I'm just a man about 14. 14's a man about me. I'm just a man about 14. She's just a man about me. Sich zur Schau stellen mit ihrer Musik, nicht ihr Ding. Wir stehen ja schon den ganzen Tag in der Öffentlichkeit. Du bist ja immer im Einsatz, du hast ja nie Feierabend. Und diese Stunden, die wir hier zusammen verbringen und unsere Musik machen, und wir spielen dann nur wirklich einfach, viel einfach los. Und das hilft uns dann mal, alles andere zu vergessen. Und inzwischen bin ich auch so weit warm gespielt, dass es auch alles andere gar nicht mehr gedacht hat. Es wird wieder einmal spät werden, diese Nacht in Neumünster. Nach 4 Tagen Aufbruch. Weiter geht's. Die einen wollen nach Rostock, andere nach Leck. Ludolf nach Preetz. Jahrmarkt ist da, die Leute kommen zusammen, haben zusammen Spaß. Das ist ja nun seit Ewigkeiten so. Daran hat sich auch nicht viel gern und da wird sich auch nicht viel dran ändern. Solange die Leute noch Spaß am Jahrmarkt haben, macht's uns auch noch Spaß.